Eishockey-Fans sind echte Fans, wenn sie auch auswärts mit dabei sind. Und hier haben wir einen Fan, der in Ravensburg mit dabei war, auswärts, heute gegen Heilbronn auch wieder dabei ist. Stell dich kurz vor und sag uns ein bisschen deine Einschätzung zum Wochenende bislang. Ja, also ich bin Thorsten, komme aus Lockstedt und ja, also Freitag hätte ich eigentlich nach dem 4-0, hat keiner mehr richtig wahrgenommen, okay. Obwohl das erste Drittel fand ich, waren wir besser. Ja, aber das ist dann eben 4-4, kurz vorm Schluss war, das war also gigantische Leistung. So, und wie heute muss ich sagen, wirken sie so ein bisschen müde. Aber ich denke, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. In Ravensburg haben 11 Minuten ausgereicht, um aus einem 0-4 ein 4-4 zu machen. Traust du das der Mannschaft jetzt auch zu? Wir sind jetzt gerade in der zweiten Drittelpause. Ja, traue ich dazu. Wirkt aber so ein bisschen gehemmt heute. Ja, ich weiß nicht warum oder sowas, aber Heilbronn, denke ich mal, die werden jetzt vielleicht gleich ein bisschen ruhiger oder sowas und dann werden wir doch schon. Ich sag, wenn wir jetzt den Anschlusstreffer machen, dann denke ich, sind doch alle wieder voll da und dann geht's auch ab. Ja. Sag ein bisschen allgemein zur Mannschaft, was gefällt dir an den Jungs von Mike Stewart? Eigentlich alles. Also was wir dieses Jahr an Mannschaft haben, finde ich eigentlich absolut top. Ja. Woran liegt das, dass man letztes Jahr so am Boden lag und jetzt auf einmal so top spielen kann? Oh, schwer zu, ja. Es hieß es ja eben, dass es letztes Jahr eben mit der Grüppchenbildung so war. Und ich denke mal, das ist schon ein ganz großer Faktor. Wenn man sich ineinander nicht ganz so einig ist oder sowas da. Und was ist noch drin für die Pinguins? Du meinst die Saison über jetzt? Genau. Ja, Playoff, Heimrecht. Tatsächlich, erste vier? Ja. Ich persönlich sage ja immer, wenn wir Neunter werden und keine Abstiegsrunde spielen müssen, sind wir super dran. Aufruhr, ganz klar. Aber so wie es jetzt läuft, ich meine gut, letztes Jahr lief es auch bis Weihnachten sehr gut, aber ich denke schon, unter den ersten Vieren könnten wir es schaffen. Danke dir. Drittelpause im Spiel gegen die Heilbronner Falken. Die Fischtown Pinguins liegen nach 40 Minuten mit 0-2 zurück. Wir haben einen prominenten Gast in der Eisarena. Herzlich willkommen, Nils Petersen. Wie gefällt es Ihnen? Ja, hallo. Sehr gut. Bis auf den Spielstand. Ne? Also wenn man jetzt schon mal hierher kommt, dann ist man ja auch für die Heimmannschaft. Und ja, läuft nicht ganz so gut, aber zumindest für das erste Mal auf alle Fälle ist schon mal eine schöne Atmosphäre. Wir wissen, wir haben es im Internet gesehen, Sie waren schon bei den Lausitzer Füchsen zu Gast in der Zeit, wo Sie in Cottbus gespielt haben. Der Draht zum Eishockey ist da. Ja, auf alle Fälle. Also gab Zeiten, da sind wir sogar auswärts mitgefahren und deswegen sind wir jetzt auch hier, ne, um auch mal die Mannschaft kennenzulernen und auch mal die Atmosphäre hier zu genießen. Und gut, also ich muss mich auch mal ein bisschen neutral verhalten, ansonsten hätte ich auch schon auf den Schiri geschimpft, aber ansonsten hoffe ich mal, dass es im letzten Drittel noch funktioniert jetzt. Sind Sie also für Bremerhaven? Ja, auf alle Fälle. Wenn ja jetzt Bremer, dann ist man auch für Bremerhaven, ja. Haben Sie zur Mannschaft aus Weißwasser noch Kontakt zu einigen Spielern? Nein, das nicht. Also ich habe noch Trikot, alles zu Hause, alles geschenkt bekommen und ich verfolge natürlich auch noch die Spiele. Und ansonsten, man kann ja auch Fan von zwei Mannschaften sein, das ist ja kein Problem. Ein Eishockeyspiel im Fuchsbau, Eishockeyspiel hier in Bremerhaven, wo ist die Stimmung besser? Ja, das nimmt sich eigentlich so viel. Also hier ist natürlich, glaube ich, mehr Platz und mehr Zuschauer da. Weißwasser war letztes Jahr immer mehr Abstiegskampf und zu den Playdowns mal ein bisschen mehr los, aber ansonsten ist die Atmosphäre hier schon richtig gut und Weißwasser ist die Halle noch ein bisschen uriger, ein bisschen älter, aber der Vergleich ist jetzt schwer, ja. Ein Wort zum Fußball, wir kommen nicht dran vorbei, 1-1 in Wolfsburg, ich glaube, Sie können zufrieden sein, obwohl am Ende vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen ist. Ja, also die ersten 60 Minuten, denke ich, sind es verschenkte Punkte, sage ich mal im Nachhinein, aber die letzten 30 Minuten, da können wir ganz gut mit leben. Wie geht das Spiel heute aus hier? Glauben Sie, die Pinguins schaffen noch die Wende? Ich hoffe, dass sie noch zumindest noch den Ausgleich schaffen und dann mal gucken, was da noch möglich ist. Danke, Herr Petersen.